Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen jetzt zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 15, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesmuseengesetz geändert wird, in 563 der Beilagen. Hierzu liegen ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Dr. Rosenkranz sowie ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Dr. Franz vor. Ich werde daher zunächst über die von den erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir kommen zur getrennten Abstimmung über Ziffer 2 in der Fassung der Regierungsvorlage und ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesem Teil ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Nun kommen wir zur getrennten Abstimmung über Ziffer 3 in der Fassung der Regierungsvorlage und ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesem Teil ihre Zustimmung geben, um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage und ich bitte jene Damen und Herren, die hierfür ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzentwurf sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.